So, da sind wir wieder im Stehen. Ja, ich habe neue Klamotten und die möchte ich euch zeigen. Und deswegen bleibt unbedingt dran für einen Fashion Haul. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich heiße Nastja und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal dreht sich auch alles um Beauty, Fashion und Lifestyle. Und ich würde mich super darüber freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Und wenn dir das Video am Ende gefällt, auch über einen Daumen nach oben freuen. Ja, ich habe heute mal wieder ein Fashion Haul, also Neues in meinem Kleiderschrank. Und das möchte ich euch zeigen. Also Klamotten, die seit dem letzten Haul dazu neu gekommen sind. Einige Sachen kennt ihr schon auch von Instagram und einige Sachen kennt ihr auch vielleicht aus den vergangenen Vlogs. Und ja, ich habe für euch heute ein paar Schuhe, ein paar Taschen oder nur eine Tasche und ja, Oberteile und einen Dindel. Genau, so, wir legen los, glaube ich. Und ja, viel Spaß bei diesem Video. Ich möchte mit etwas anfangen, was ich nicht geschafft habe, im letzten Vlog zu zeigen, weil mein Handy einfach immer wieder ausgefallen ist. Aber vielleicht habt ihr schon so eine Ahnung, was das sein könnte, wenn ihr den letzten Vlog gesehen habt. Ja, die meisten Vlogs sind bei mir irgendwie Shopping-Vlogs mittlerweile. Im Sommer ist es immer vermehrt Shopping-Vlogs, weil ich super gerne draußen bin oder unterwegs im Sommer oder ja, unterwegs shoppen. Es ist aber auch so, dass ich viel bis gar nichts meistens beim Shopping kaufe und deswegen ist das gar nicht so viel. Also, was ich euch zeigen möchte, ist eine Tasche von Karl Lagerfeld. Wir werden bald in den Urlaub fahren und ich habe nach einer coolen Designer-Tasche gesucht, die ich halt zu dem Strand mitnehmen kann oder zum Swimmingpool mitnehmen kann, wo man dann alles reinschmeißt: Buch, Sonnencremes, vielleicht eine Powerbank für das Handy, Kopfhörer, also alles, was man braucht, was für den Drüberziehen halt, Handtücher eventuell halt, alles, was man so da reinpackt und trotzdem so eine coole Tasche unterwegs hat, anstatt immer so ein Jutebeutel dabei hat, so sage ich mal. Es gibt natürlich super süße Strandtaschen auch vom DM und so, aber ich wollte halt so mehr oder weniger so eine Designertasche haben, die halt nicht viel kostet. Und wir waren ja im letzten Vlog in Wertheim Village unterwegs und ich habe tatsächlich was gefunden, was mich total sofort angesprochen hat. Das ist auch so ein Kriterium, was für mich sein sollte, wenn ich mich für eine Sache entscheiden muss, wo ich mich gleich wohl drin fühle, dass mir gleich zusagt und so weiter. Und diese Tasche war halt eben so reduziert. Sie ist zwar immer noch teuer, sage ich mal, aber damit kann ich leben, dass ich die auch am Strand oder am Pool mitnehmen kann und dass sie vielleicht auch mal schmutzig werden kann. Damit kann ich leben. Und ich wollte halt auch so eine Tasche aus Stroh haben oder sowas. Ich zeige euch die. Deswegen kommt dieses Video auch in die Playlist mit zu den Taschenticks, weil ich mag die Tasche sehr gerne. Also ich habe sie im Laden ausgepackt gesehen natürlich und als ich die gekauft habe, hat sie mir die eingepackt gegeben. Die hat mich gefragt, ob ich eine eingepackte Tasche haben wollte und ich habe ja gesagt, weil ich das irgendwie schöner finde, wenn da jetzt noch nicht so viele Menschen dran waren. Deswegen packen wir sie mal kurz zusammen aus. Ja, ihr seht, was ich meine. Und irgendwie habe ich sie von Anhieb sofort gemocht. Die hat auch diesen Boden hier und auch dieses geflochtene, mega schön. Die hatte zwar, wo ich sie gekocht habe, noch so eine kleine Tasche dran, aber die kostet extra und hatte da 30 Euro gekostet. Fast die Hälfte von dieser Tasche. Und deswegen habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht. Ja, sie hat auch hier so ein Magnetverschluss, was ich auch cool finde. Auch hier hat sie einen Staubbeutel und sie hat auch Innentasche, was ich auch ganz cool finde, wo man halt alles reinlegen kann, so Portemonnaie-mäßiges und so weiter, ne? Und innen drin ist die halt eben aus dem Stoff halt gemacht, ne? Was ich auch voll cool finde. Und ich finde, für 80 Euro, ja, 80 Euro kann ich mit leben. Ich habe halt eben damit so quasi ein Design. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Designertasche ist,
weil für mich sind Designertaschen, die wirklich so ein bisschen mehr kosten. Ja, ich finde die mega cool. Hier ist auch, wenn man das nicht sieht, ist auch Karl Lagerfeld geprägt. Nicht zu doll, nicht zu auffällig, finde ich. Und man kann auch die Dinger hier verstellen, wie man das so erkennen kann vielleicht. Das ist so eine gut, man kann das halt verstellen, aber ich finde die Größe ganz cool. Und wenn man die dann so über die Schulter schmeißt, ne, vielleicht kann man auch damit zum Shoppen gehen, sogar wenn man sie nicht für den Strand benutzt. Oder vielleicht, wenn man jetzt am Strand liegt und dann noch durch die Stadt laufen will danach oder zwischendurch, kann man die auch ruhig als Shoppingbike nutzen. Und deswegen fand ich die ganz cool. Ja, das ist Nummer 1. Und was ich auch in den letzten Vlog nicht ganz so zeigen konnte, sind diese Schuhe, die ich auch bei Tommy Hilfiger gekauft habe. Die fand ich voll cool, die Farbe mega cool und ich glaube, die haben 25 Euro oder so gekostet. Also richtig schöner Preis gewesen und ja, ich habe sie auch schon einmal getragen. Die Höhe ist hier ein bisschen zu hoch für mich. So eine Stunde, zwei vielleicht halte ich es aus und dann muss ich die vielleicht doch ja ausziehen. Aber ich arbeite daran, dass ich in solchen Schuhen wieder laufen kann. Weil ich habe so viele hohe Schuhe, die auch natürlich immer höher gehen. Und die stehen da in meinem Schrank und verweilen und nutzen gar nicht, obwohl die so mega schön sind. Und deswegen übe ich, irgendwann muss ich anfangen, dass ich halt wenigstens eine Stunde, zwei Stunden drinnen laufen kann und immer die Dauer steigern kann. Und ich hoffe, ich kann bald, weil ich finde die auch mega schön und mega cool. Die Farbe ist ein sommerliches Rot, finde ich. Und ich weiß nicht, vielleicht nehme ich sie auch mit in den Urlaub. Ich weiß es noch nicht, aber guckt euch die doch mal an, die sind richtig, richtig schön, diese Farbe, dieser Absatz. Und hier an der Seite ist hier nochmal Tommy Hilfiger geprägt. Auch nicht so auffällig, finde ich, weil das so mit der Farbe sozusagen sich tarnt. Und ich finde die voll cool und wie gesagt, für, ich glaube, 28 Euro haben die gekostet, war das allemal wert. Ne? Also die habe ich jetzt auch mitgenommen, genau. Machen wir weiter mit Schuhen. Also die nächsten Schuhe, die ich zeigen möchte, sind diese hier von Lauren Ralph Lauren. Ich kann das jetzt echt, ich weiß nicht warum, aber wenn ich Videos drehe, kann ich auf einmal die Wörter nicht mehr aussprechen. Das ist total komisch, das ist echt zum Verzweifeln. Naja, auf jeden Fall habe ich ja im letzten Fashion Haul gesagt, dass ich diese Schuhe anprobiert habe, aber sie haben mir nicht gepasst, weil die waren zu groß. Und bei Zalando habe ich sie dann gefunden. Dann wurde eine Benachrichtigung, dass es die in meiner Größe dann gab. Ich habe die Größe 38 und ja, ich habe zugeschlagen. Später habe ich, glaube ich, ein paar Schuhe, also die Schuhe nochmal gefunden für etwas günstiger. Ich weiß aber nicht mehr genau wo, aber egal. Jetzt habe ich sie und ich finde die voll cool. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die Zusammensetzung. Den Cord hier, dieses goldene Detail hier, also das Logo quasi. Oder das Logo, nicht quasi, sondern das Logo und die Riemchen und so. Und die sind auch mega bequem und die müssen sich ein bisschen weiten, muss man sagen. Also die sind, die fallen ein bisschen, paar Zentimeter, Millimeter vielleicht enger aus, aber man kann das schon machen. Also dann, die weiten sich während des Tragens und das ist ganz cool. Ich habe mal einen Tipp bekommen, wie man das auch vor dem Anziehen weiten kann, irgendwie mit nass machen, aber ich wollte sie halt eben nicht nass machen und deswegen, die haben sich aber beim Tragen geweitet und dann waren sie auch wieder bequem. Es hat nichts gerieben oder so. Auch hier muss ich noch lernen laufen, also es war hier ein bisschen schwieriger zu laufen, aber sonst haben sie sich quasi angepasst und dann ging das wieder halt, ne? Also die sind jetzt nicht ganz so hoch wie die roten, aber die sind auch ein bisschen höher. Aber ich finde die mega schön, mega cool und ja, kann man auch machen. Die sind aber auch ein bisschen schwer. Die Tommy Hilfiger Schuhe sind dann etwas leichter, aber die sind etwas schwerer. Man merkt auf dem Fuß ein leichtes Gewicht halt, ne? Also, aber cool, ja. Machen wir weiter mit etwas, was ich auch schon in einem Vlog angesprochen habe, aber nicht gezeigt. Also ich war ja in den vorletzten zwei Vlogs auf der Suche nach einem Dirndl, weil mein Mann und ich haben beschlossen, zum Geburtstag, was schon gelaufen ist, eine Tracht zu tragen. Und ja, mein Dirndl, den ich gezeigt habe, war mir etwas zu eng. Das hat hier an den Rippen und am Zwerchfell gedrückt, sodass ich nicht wirklich atmen konnte. Und deswegen musste ich einen neuen suchen und ich habe in den Vlogs keins gefunden. Und ich hatte am nächsten Tag Spätschicht und ich habe mit meinem Chef gesprochen, ob ich vielleicht ein bisschen früher gehen kann, sodass ich noch eine Stunde in den C&A kann und dort mir halt den Dirndl noch suchen finden kann. Und er hat es zugesagt und ja, ich bin dann halt dahin gefahren ganz schnell und habe euch via Instagram mitgenommen. Diese eine Stunde, ich habe quasi fast
alle Dindels bei C&A ausprobiert und ich habe mich dann für einen entschieden und den zeige ich euch jetzt. Ja, die auf Instagram mir folgen, kennen das natürlich schon. Ich habe damit ein Reel gedreht und ja, ich fand, das sieht richtig gut aus und ich bin richtig, richtig froh, dass ich den gekauft habe. Und jetzt habe ich zwei Dindels und ich hoffe, ich passe irgendwann in den alten auch rein. Ja, das ist der Dindel. Ja, ich kann mit dieser Linse, die ich drauf habe, kann ich nicht raus und reinzoomen. Also ich muss dann immer entscheiden, schlechtere Qualität oder nur so die Hälfte. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich es euch den komplett zu zeigen. Das Einzige, was ich nicht gekauft habe an dem Tag, ist das Oberteil. Das habe ich nämlich damals mit dem anderen Dindel gekauft. Der ist auch zwar von C&A, aber schon älter. Vielleicht 2, vielleicht 3, 4 Jahre sogar. Und ja, das ist das neue Dindel jetzt. Wie gesagt, C&A ist gar nicht so schlecht. Ne? Also man kann es machen, wenn ich so viel für einen Dindel ausgeben möchte. Kann man gerne bei C&A kaufen. Das Einzige, was ich hier geändert habe, ist das Bändchen. Das ist nämlich eigentlich ein Geschenkverband. Ich fand das halt mit dem weißen Bändchen schöner irgendwie. Deswegen habe ich das Bändchen geändert. Und hier ist das Originalbändchen aber auch so in diesem dunkelblau. Und ich liebe dunkelblau, weil es auch passt zu meinem Verlobungsring, ne? Den ich euch schon ein paar Mal gezeigt habe. Und ja, das ist halt der Dindel. Und ich fand ihn schön. Ich glaube, ich habe da 70 Euro für bezahlt, vielleicht 80, weiß nicht genau. Finde ich cool, finde ich schön. Und der hat mir super gestanden. Ich habe super viele Komplimente dazu bekommen. Und ich bin froh, ich mag den Dindel. Vielleicht werde ich mir auch eines Tages irgendwann noch einen Dindel, einen so geschneiderten Dindel kaufen, keine Ahnung. Und ich hoffe, ich kriege noch einige Gelegenheiten, den zu tragen. Ja, das ist halt der Dindel. Ich denke, online kann man den Dindel bestimmt holen, weil wir waren in Hessen in C&A, den gab es da nicht. Aber in Bayern C&A gab es das. Ne? Und ja, ich denke mal, online kann man ihn bestimmt bestellen. Dann zeige ich euch ein Oberteil, was eigentlich zu diesem weißen, länglichen Hallo-Rock dazugehört. Ich habe eigentlich schon quasi das ganze Outfit nachgekauft, was ich damals gesehen habe. Und ja, das Einzige, was halt zu diesem Outfit gefehlt hat, war das Oberteil. Die Schuhe habe ich ja von Buffalo, den Rock. Und ja, das Oberteil hat quasi gefehlt. Mir hat eigentlich das ganze Outfit das gefallen. Und ja, jetzt habe ich auch noch das Oberteil dazu gekauft. Das ist dieses. Ja, ich finde, das ist ziemlich dicker Stoff. Ist es für mich fast ein Pullover. Das hat man leider auf dem Bild nicht so ganz rausgesehen. Das ist der Grund, warum ich nicht so gerne online shoppe. Es ist Dry Corn for Beautiful People Marke, heißt das irgendwie. Ich habe das noch nicht getragen, weil es ist echt super, super warm. Aber ich hoffe, dass es dann, wenn es wieder ein bisschen kühler wird oder vielleicht sogar im Winter oder so, tragen kann, weil es doch ziemlich dick ist. Also für Sommer finde ich das ein bisschen zu heftig, zu dick. Ich stehe hier so auf einem so einen lockeren Oberteil und ich schwitze hier die ganze Zeit. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dieses Oberteil dann noch dabei zu tragen. Das ist wirklich sehr, sehr dick. Ich glaube, dieses Oberteil hat 60 Euro gekostet oder 70, weiß nicht, es war auf jeden Fall nicht gerade günstig. Aber als ich die Benachrichtigung bekommen habe, dass er jetzt, jetzt wieder verfügbar ist, habe ich zugeschlagen, bevor er wieder weg war. Ne? Das Problem ist ganz oft, dass meine Größe meistens ausverkauft ist. Ja. Ja, ich glaube, das wird doch ein bisschen längeres Video diesmal. Ja, so. Machen wir weiter mit Oberteilen und auch das kennt ihr aus meinen vorherigen Vlogs. Also wenn ihr auf Shopping-Vlogs steht, dann abonniert gerne diesen Kanal. Ja, Oberteil. Dieses Oberteil habe ich mir gekauft von Adidas. Ich habe auch diese 80er, 90er Jahre, diese Hose mit Druckknöpfen, mit den Streifen. Das habe ich auch übrigens. Ich mag diese Retro-Sachen halt sehr, 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 sehr gerne. Ich habe einiges von Adidas, ehrlich gesagt. Gleich mache ich irgendwann mal so ein richtiges Video dazu. Ja, ja, dieses Oberteil habe ich gekauft. Ich wollte halt was Oranges haben und das saß, das war ganz gut. Das ist auch etwas dicker vom Stoff her. Und ja, deswegen habe ich das auch mitgenommen. Und ja, das ist auch jetzt was Neues. Ich wollte halt auch was etwas Hochwertigeres an Oberteil haben, die ich auch zur Arbeit anziehen kann. Und ja. Das war auch eins. Dann habe ich noch eine Hose damals in diesem Vlog gekauft. Das war diese Hose. Die habe ich ja auch schon in einem anderen Vlog, Shopping-Vlog gezeigt. Die ist sehr, sehr sommerlich. Ich fand, die stand mir sehr, sehr gut. Und die ist auch so einem gerippten Stoff gemacht. Die ist auch stretchig hier. Und ja, ich mag diese gerne, weil die sehr, sehr luftig ist und ja, für den Sommer, für richtig heiße Tage. Die habe ich übrigens, das Oberteil und das hier habe ich übrigens bei
Olymp and Hades gekauft. Und die hat halt auch so ein breiteres Bein, aber kein Bootcut oder so, sondern einfach nur ein breiteres Bein. Ich wollte halt so eine lockere Hose haben, die halt so super nachgibt, ne? Dass man dann keine Jeans extra anziehen muss oder so dickere Hose oder sowas, wo man halt schwitzt total oder so oder untergeht. Und die war halt mega cool. Und ich kann mir auch, ich stehe momentan auf diese breiteren Hosen auch zur Zeit. Suche auch übrigens nach einer business-like Hose, aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, weil meistens sind diese Hosen auch an der Taille eng geschnitten. Also wisst ihr, was ich meine? Dass man die anziehen kann, aber nicht zumachen kann. Und das ist halt, ich weiß nicht, was sie immer dabei gedacht, was sie sich immer dabei denken. Mich ärgert das oft, ne? Mir gefällt eine Hose, dann ziehe ich sie an. Und sie passt ja eigentlich, aber ich kann sie nicht zumachen. Und das ärgert mich halt sehr oft. Und ja, die ist so ein bisschen auch, wenn man die richtig cool stylt, ist sie so ein bisschen mehr oder weniger businesslike. Vielleicht kann man auch die dazu anziehen oder auch die Tommy Hilfiger, die roten Schuhe dazu anziehen mit einem roten Oberteil oder vielleicht so einen roten Blazer oder sowas halt. Oder ja, irgendwie rotes Hemd dazu anziehen, was vielleicht total auch cool sein kann, ne? Und dann ist das auch so ein bisschen businesslike, ne? Und die war auch, glaube ich, total günstig. Ich glaube, so 10 Euro oder so. Und deswegen habe ich sie auch mitgenommen. Ja, was ich auch dort mitgenommen habe, ist ein Kleid. Auch so ein lockeres, pinkes Kleid. Ich will so ein pinkes Kleid in Seide oder Satin haben oder so. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was mich anspricht. Hat auch sogar einen Gürtel, was ich auch cool finde. Das einzige Manko an diesem Kleid ist, es hat einen Schlitz. Ich stehe auf Schlitze. Also deswegen tue ich auch immer mein Bein zeigen, weil ich das total schön finde. Ich liebe das, wenn das Bein so rausguckt oder wenn man sich hinsetzt und das Bein so ein bisschen rausguckt. Also über die Beine übereinander schlägt und das Bein ein bisschen rausguckt. Ich liebe das. Ich finde, das sieht so elegant aus und das macht einen schlank und größer irgendwie. Ich finde das richtig schön. Und ja, sexy sieht das auch aus, ne? Aber was bei diesem Kleid ist, was ich ein bisschen heftig finde, der Schlitz geht tatsächlich bis oben. Und wenn da wirklich, und das ist auch nicht gerade ganz übereinander geschlagen, so dass man das vielleicht, ja, das ist halt, ja, wenn der Windstoß kommt, dann kann es sein, dass man zu viel sieht. Und ich habe das mit einem Klammer dann so ein bisschen unten festgehalten, hier so, dass das noch gerade so ging, ne? Aber auch da muss man aufpassen und das finde ich halt ein bisschen schade. Also für den Alltag finde ich das ein bisschen gefährlich, aber was ich mir gedacht habe, das Kleid war ja 14 Euro wert, dass wenn wir fahren ja bald in den Urlaub, habe ich das gerade vorhin gesagt, ich weiß es nicht mehr. Und wenn ich jetzt zum Mittag essen möchte oder so, dann kann ich dieses Kleid überwerfen und über den Bikini oder auch durch die Gegend laufen im Bikini, ohne mich dabei komplett umziehen zu müssen und so. Und das kann ich dann halt überwerfen und dann kann ich damit Mittagessen gehen, irgendwo in einem, ja, Restaurant, sage ich mal. Ja, das ist ganz cool. Also das kann man halt wirklich machen und dann sieht man so ein bisschen schick für den Alltag, sage ich mal, aus und muss halt sich nicht extra umziehen, ne? Deswegen werde ich das wahrscheinlich da so tragen. Mal gucken. Ja, und das habe ich mir auch mit dem Bikini auch bei diesem Kleid gedacht. Ich finde das richtig schön. Das ist so seidenglänzend. Ich glaube nicht, dass es Seide ist. Ich denke mal, dass es auch Polyester ist. Aber es ist auch seidig und richtig schön. Und es hat auch einen Gürtel, finde ich richtig schön. Eigentlich, das ist übrigens beides Einheitsgrößen. Und hat auch hier so einen mega hohen Schlitz. Aber die sind so ein bisschen, hier ist es ein bisschen besser übereinander geklappt, ne? Also, dass das übereinander genäht, dass das nicht allzu heftig ist. Und das habe ich dann auch gedacht. Aber das ist das Blöde an günstigeren Kleidern. Wenn ich das anziehe, dann ist es so, dass dieser Teil, glaube ich, das ist dieser Teil oder dieser Teil, immer wieder ständig wegrutscht, so dass man den BH sehen kann, ne? Und das ärgert mich allemal und total. Deswegen habe ich auch gedacht, das ziehe ich auch eher fürs Mittagessen an am Pool oder so oder durch die Stadt laufen, weil das ärgert mich, dass das immer so ein bisschen wegrutscht. Ne? Das hat, glaube ich, auch 10 Euro oder so gekostet, vielleicht 15, vielleicht 20, ich weiß nicht genau, ist schon länger her. Und ja, es geht auch bis zum Boden. Ich finde das schön und auch hier finde ich schön, wenn das Bein gezeigt wird so ein bisschen. Aber natürlich darf das nicht allzu hoch. Also man kann hier auch die Größen verstellen, wie man das halt braucht. Und das gibt auch hier nach. Das ist auch ein Gummi hier. Also eigentlich auch ein richtig schönes Kleid, aber man sieht halt
dass das immer wieder wegrutscht oder so. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil ohne BH würde ich das nicht anziehen. Ja. Und dann machen wir weiter bei den nächsten Teilen. Die habe ich euch via Instagram mitgenommen. Wir waren nämlich bei Loop 5 shoppen und da gibt es Pick und Kloppenburg. Und bei Pick und Kloppenburg gab es einen Ausverkauf. Dass man so, ich glaube, bei zwei Teilen kriegt man so und so viel Prozent, bei drei, vier und so. Und ab fünf Teilen gab es halt 20% Nachlass. Und mein Mann hat sich was ausgesucht und ich habe einen Rock ausgesucht, das reduziert ist. Das ist dieser Rock hier. Als ich die Sachen anprobiert habe, habe ich bei Instagram eine Umfrage gestartet, soll ich das mitnehmen oder nicht. Und bei diesem Rock haben fast alle mit Nein geantwortet. Aber Leute, ich fand den so, so schön. Er war reduziert und da gab es nochmal Prozente drauf. Und der ist eigentlich von Mango. Und ich fand ihn schön. Er ist grün, er hat diesen einen Streifen. Und ihr merkt gerade, dass mein Ring sogar zu diesem Rock passt. Mega gut. Dieser Ring habe ich schon vor 100 Jahren gekauft. Ich weiß gar nicht wo, aber ich habe den gesehen und habe mich direkt in den verliebt. Ich glaube, dass der von sogar von Orse ist. Glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und ja, der hat auch diese Versace-Vibes und ihr wisst, ich liebe Versace und deswegen musste er mitkommen und der saß perfekt und ich habe vorhin ein Preisschild abgemacht und das ist so abgegangen. Total doof von mir. Naja, egal. Ist ja auch nicht so wichtig. Ne? Und ja, und ich habe mir richtig viele oder einige Outfits damit vorgestellt. Zum Beispiel, wie ich es heute trage. Das habe ich gerade für Instagram Reels gedreht, das Outfit of Today. Folgt mir gerne auch dort. Und ja, mit einem schönen Bluse oder vielleicht einem schönen T-Shirt, irgendwie so ein ausgefallenes T-Shirt. Oder vielleicht auch im Winter, was ich total mega cool vorstellen kann, mit so einem schwarzen Rollkragenpulli und eine schwarze blickdichte Strumpfhose oder vielleicht eine durchsichtige schwarze Strumpfhose. Das dazu anziehen, das so ein bisschen Farbcatcher ist und oder Eyecatcher ist. Und das hebt das Outfit ein bisschen etwas hervor, sage ich mal. Und dann mit einer schönen Goldkette oder so. Und ich habe auch hier von Next Gen Jubilee diese Kette mit diesem grünen Steinchen, das ich sehr, sehr gerne trage. Mega schön. Richtig, richtig cool. Und es passt einfach alles zusammen. Mega cool. Also, das hat einfach so nach mir geschrien, ehrlich gesagt. Und ja, deswegen musste der auf jeden Fall mit. Er war reduziert, er hat Versace-Vibes, er ist grün, er ist ja, sommerlich oder auch wintertauglich, sage ich mal. Und er passt zu diesem Ring, also deswegen musste der auf jeden Fall mit. Und ich bin froh, dass ich den mitgenommen habe. Wo er auch dazu passt, ist auch diese Tasche. Ich finde, dadurch, dass es nicht ganz so weiß ist, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber diese Tasche ist nicht ganz weiß, die geht halt natürlich, wie gesagt, ins Beige. Also passt da trotzdem zu diesem coolen Rock irgendwie. Auch mit diesen goldenen Details, ne? Also mit diesem goldenen Logo hier. Finde ich richtig schön. Es sieht total mega elegant aus mit einem Farbcatcher auf eine Poolparty oder sogar abends. Also ich freue mich auf unseren Urlaub und ich kann mir den dort sehr, sehr gut vorstellen, am Abend zu tragen mit weißen High Heels oder so oder keine Ahnung. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und ich freue mich schon. Wir fahren nämlich wieder MSC-Kreuzfahrt, diesmal Seaside das Schiff. Und ich freue mich wahnsinnig. Ich bin der totale Kreuzfahrturlaub-Fan geworden. Also ich habe auch extra so ein Fold aufgemacht, also so. Ich habe ja schon mal ein Video gezeigt, kann ich euch sehr gerne noch mal in der Infobox, das ist eigentlich generell immer in der Infobox verlinkt, wie ich Geld spare. Das gibt es eine spezielle App und damit kann man ganz cool Geld sparen, ohne dass es einem wehtut. Und ja, ich freue mich schon drauf und wir sparen halt schon für das nächste Jahr. Nächstes Jahr wird so ein neues Schiff gebaut, noch mal riesiger, ehrlich gesagt, was ich ein bisschen Angst habe, dass da was passieren könnte, weil ich habe Titanic geguckt, egal. Ja, und es soll noch richtig mehr umweltfreundlicher sein. Und die haben einen eigenen Garten dort irgendwie. Also es wird gerade gebaut und nächstes Jahr soll es dann losgehen. Man kann jetzt schon buchen, aber wir sparen auf jeden Fall für nächstes Jahr. Und ich freue mich schon, vielleicht fahren wir nächstes Jahr mit meinen Eltern. Weil dieses Jahr fahren wir mit den Eltern von meinem Mann. Und ja, ich freue mich schon auf den Urlaub. In ein paar Wochen liege ich dann auf dem Schiff, freue mich und spanne mich. Ich finde, die Aussicht
auf das Meer kann man gar nicht mit Videos auffangen. Also ich habe ein paar Videos vom letzten Mal MSC-Kreuzfahrt. Das war grandioser. Da könnt ihr gerne, ich kann auch das hier verlinken in der Infobox, aber könnt ihr gerne runterscrollen, dann gibt es mehrere Vlogs dazu. Ja, ich freue mich schon auf den Urlaub und da kann ich mich richtig gut drin vorstellen, das zu tragen. Ja, machen wir weiter mit dem Fashion Haul. Ein weiteres Teil, wo ihr auch abgestimmt habt auf Instagram, war dieses Kleid. Ich wollte schon immer so ein orangenes Kleid haben. Und ja, jetzt habe ich eins gefunden, das ich übrigens auch mir ganz gut vorstellen kann, abends auf dem Schiff zu tragen. Weil bei Grandiosa sind die alle ein bisschen schicker angezogen abends und das finde ich voll cool. Man kann richtig Overstyle hingehen oder total Unterstyle durch die Gegend laufen und dann glotzt keiner rum, dass du irgendwie blöd angezogen bist. Ich habe immer die Mädels richtig beobachtet, die hatten sogar diese Mundmaske in der Farbe des Kleides an. Und das fand ich richtig, richtig cool. Ich habe mich richtig wohl gefühlt auf diesem Schiff. Und es ist kein deutschsprachiges Unternehmen. Also die sprechen da meistens Russisch, Ukrainisch, teilweise Deutsch, aber wenig. Und ja, halt Englisch, ne? Aber es ist halt überall so. Und ja, ich kann mir das auch dieses Kleid am Abend vorstellen mit High Heels. Und ja, und da habt ihr alle überwiegend mit Ja abgestimmt und sogar mein Mann hat es gefallen und deswegen habe ich gesagt, okay, dann nehme ich mit. Der war nicht reduziert, das hat, glaube ich, ist von Koma, Größe 40 und hat 70 Euro gekostet. Ja, das war, da habe ich einen vollen Preis bezahlt und ich fand das voll cool mit den Taschen. Die Ärmel sind jetzt nicht ganz meins, aber da sah es ganz gut aus und es hat hier auch so, ja, nicht Trimmchen. Oder Riemchen, keine Ahnung. Diese Dinger hier halt und ja, diesen Kragen hier, alles was ich liebe. Es geht bis hierhin auf, ne, kannst du alles zumachen und ab da nicht mehr. Und es hat auch einen Gürtel. Ja, und weil es jedem gefallen hat und ich habe mich auch super drin wohlgefühlt. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, dass es ein bisschen durchsichtig sein kann. Aber mein Mann meinte, nee, man sieht eigentlich gar nichts, aber ich hatte das Gefühl halt eben. Und wie gesagt, mein Mann hat es gefallen, euch hat es gefallen, mir hat es gefallen, also habe ich mitgenommen und den vollen Preis auch gezahlt. Und ja, das ist halt eben neu. Puh, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ich was vergessen habe, zeige ich das im nächsten Fashion Haul natürlich. Ich versuche das einmal im Monat zu machen. Ja, in diesem Monat sind ein bisschen mehr Sachen dazu gekommen, aber ich freue mich auf den nächsten Monat. Ich habe nämlich vorgenommen auf diesem Schiff auch. Diese MSC hat eine Kooperation mit Swarovski. Die haben auch so eine Treppe, die komplett aus Swarovski-Steinen ist. Fast jeder Schiff hat das und das ist eine Attraktion dort, ein Highlight dieses Schiffes dort, dass die eben halt sowas haben und die haben auch eben Swarovski an Bord. Und wenn das Schiff unterwegs ist, ist das alles duty free und die Shops haben auch offen, weil man halt in den internationalen Gewässern sozusagen bewegt und deswegen ist das ein bisschen günstiger. Ich hoffe, dass es, ich möchte mir gerne von Swarovski diesen gelben Diamanten, das ist kein Diamant, aber ich sag mal einfach dazu Diamantring haben. Also das sieht mega schön aus. Ich bin so verliebt. Ich habe den jetzt auch im letzten Vlog gefilmt und eigentlich die gesamte gelbe Kollektion von Swarovski finde ich mega schön, aber den Ring und das will ich schon sehr, sehr lange haben. Ich habe nämlich auch in Paris in den Outlet Stores geguckt, was Gelbes zu kaufen, aber da war nichts, was mich so begeistert hat. Aber dieser Ring macht mich richtig an und ich hoffe, ich kriege den da ein bisschen günstiger, weil er 280 Euro kostet und ich hoffe, ich kriege das so da vergünstigt. Also das ist mein Plan erstens. Also ich möchte auf jeden Fall Schmuck auf dem Schiff diesmal kaufen, vorzugsweise diesen Ring halt, eine Klamotte und einen neuen Duft auf jeden Fall wiederholen. Ja, und ich glaube, ich werde mir diesen Duft hier holen, aber in dunkelrot, weil der soll richtig, richtig sexy sein und ansprechend und angenehm sein und so weiter. Also der soll nochmal ein bisschen anders sein als der hier. Und ich werde auf jeden Fall gucken, ob ich diesen Duft da holen kann. In schwarz oder dunkelrot, weil die sind echt sau teuer und das war halt eben bei Douglas. Da war so eine Givenchy Aktion und da gab es den halt diese Größe zu demselben Preis wie die kleine Größe halt und deswegen habe ich mir den geholt und oh, I love it. Ich trage den auch heute. Ich habe zwar eine kaputte Nase, sage ich mal, aber so manche Düfte, oh, ich finde, der riecht sehr, sehr frisch. Also ich kann keine Düfte beschreiben. Ich habe auch nichts am Hut am Düften. Manchmal kann ich sie riechen, manchmal nicht. Vorzugsweise rieche ich so teure Düfte.
aber richtig teure Düfte. Leute, ist es, ich will nicht sagen, aber irgendwie kann ich diese Düfte am allerstärksten riechen. Also, aber der riecht so richtig frisch und fruchtig irgendwie. Kann das gar nicht so beschreiben, also für meine Nase. Wahrscheinlich wird die Duftexperten ihn wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anders beschreiben, aber ich liebe blumige, süße, frische Düfte, das ist so mein Ding. Ich mag auch diesen von Viktor & Rolf Bonbon. Oh, der hält aber zwar nicht lange, aber der Duft ist einfach, oh, krass, richtig schön süß. Und das war der erste Duft, in den ich mich so sofort verliebt habe. Also den kaufe ich auch immer nach. Naja, das ist, heute ist das Thema nicht Düfte, sondern Kleidung. Ich war irgendwie schon fertig und dann ist mir noch eins eingefallen. Und zwar habe ich in Loop 5 auch noch ein weiteres Kleid gefunden bei Vera Moda. Und auch da waren die Abstimmungen negativ, mehr Nein als Ja. Und das ist dieses Kleid hier. Ich fand das irgendwie cool. Ich habe nämlich ganz, ganz lange nach einem kleinen schwarzen Kleid gesucht. Nach diesem typischen Little Black Dress. Aber ich habe nichts gefunden, was mich so richtig überzeugt. Und irgendwie aus der Notlage heraus. Und das ist irgendwie auch so, ja. Oh nein, ehrlich jetzt? Was ist das? Haben die nicht abgemacht? Oh, das gibt's doch nicht. Oh, nee, ehrlich jetzt? Das ist schon das zweite Mal, dass jemand vergisst, das Ding abzumachen. Super. Naja, aus der Notlage heraus habe ich mich halt für dieses Kleid hier entschieden. Das hat mir ganz gut gestanden, fand ich. Ich fand das schön und so weiter. Ich fand das gar nicht so schlecht, weil es hat irgendwie was Besonderes. Es hat diese, ja, Blumen quasi, die hier reingenäht haben, und das ist hier auch, das ist jetzt übrigens Größe M, normalerweise habe ich LXL, das fällt ein bisschen größer aus und es hat so dünne Träger, die man auch übrigens verstellen kann. Ich werde meistens bei Vera Moda fündig, irgendwie gefällt mir da einige Sachen, also mehr als bei den anderen. Es hat mir ja richtig, richtig gut, ich weiß nicht, ich fand das hübsch, also das Einzige, wo ich mich immer noch nicht entscheiden kann, es gab dieses Kleid in so einem Flieder, lila Fliederton, das sah auch ganz gut aus auf den Fotos. Und ich habe das schon genommen und gekauft, und bei den anderen Farben habe ich mir schon gedacht, wäre vielleicht nicht die andere Farbe irgendwie besser. Naja, auf jeden Fall sehe ich das auch am Abend auf dem Schiff zum Ausgehen mit einem schönen Schmuck. Und wenn ich richtig braun gebräunt dann bin, sieht das bestimmt mega toll aus. Und das geschieht auf den Bauch irgendwie richtig, richtig schön. Und ja, das habe ich mir halt auch eben neu gekauft. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das Ding hier abkriege, ey. Das ärgert mich richtig. Naja, ich habe es nicht geklaut, ich habe es bezahlt auf jeden Fall. Ach, das ärgert mich. Warum piepst das eigentlich überhaupt nicht beim Rausgehen? Was soll denn das? Oh. Naja, ich habe mich halt eben dafür entschieden und habe das halt gekauft. Und das war's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und natürlich über zahlreiche neue Abonnenten. Also gerne diesen Kanal abonnieren. Und ja, ich werde versuchen, mal wieder ein Lookbook zu drehen. Darauf habe ich voll Bock eigentlich, mit den ganz neuen Klamotten. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram, dort werdet ihr ein bisschen eher upgedatet und schneller upgedatet, wenn ihr es kaum erwarten könnt, die Sachen getragen zu sehen. Ich versuche das hier natürlich immer teilweise einzublenden, aber wie gesagt, ich muss mich immer zwischen den Linsen entscheiden. Entweder habe ich die Linse mit der schlechteren Qualität oder mit der Linse mit der Qualität, aber ja, das ist halt ein anderes Thema. Und ja, gut. Also, wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich für eure Zeit. Und ja, alles, was ich finden kann, versuche ich euch in der Infobox zu verlinken. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen nochmal. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Und ja, bis dann.